Hallöchen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Agona alias die fette Kokette und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem Reaction-Video hier auf meinem Kanal. Der Kanal, wo es sich ausschließlich um Reaction-Videos und ab und zu mal eine Review zu einer CD dreht, aber das Ganze mehr auf Reaction gelegt. Aber erstmal einen Schluck Kaffee. Ah, und zwar habe ich letztens, wurde mir über Napalm Records eine Band in die Playlist reingeworfen, beziehungsweise in das nächste Video, und die Band hieß Hammer King. Da dachte ich mir so, Hammer King, der Titel heißt Awaken the Thunder. Und da dachte ich mir so, wow, okay, das klingt schon mal geil. Das hat so ein Flair von Hammerfall. Und Hammerfall finde ich ja super geil. Ich würde gerade sagen, ich höre Hammerfall an. Nee, das war gestern. Und heute habe ich Blind Guardian an. Blind Guardian. Aber darum geht es nicht. Und zwar Hammer King Awaken the Thunder klingt sehr nach Power Metal. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Band sein wird. Ich habe von der noch nichts gehört. Ich glaube, die haben jetzt zwei Alben draußen. Ihr selbstbetiteltes Album Hammer King ist jetzt auch seit 11. Juni unter Napalm Records erschienen. Und ich würde sagen, wir springen direkt rein und lassen uns mal überraschen, was das für ein Song ist. So, Awaken the Thunder. Und los geht's. Das sieht schon mal gut aus. Okay, ich weiß, wir haben das gerade Intro schon hinter uns gebracht, aber ich will das Intro nochmal hören. Das war so von 0 auf 100 in die Fresse. Geil. Doch, also ich finde, dass sie so ein bisschen Hammerfall-Flair versprühen. Also so die ganz alten Werke irgendwie, finde ich geil. Ja, Mann. Awaken the Thunder, Awaken the Storm. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Aber das ist doch wieder so. Ah, oh, das ist so Power Metal. Geil. Hey! Geil, so geil. Was ich auch super, super, super gut finde, ist, dass der Refrain sofort im Ohr bleibt. Und das ist so wichtig, finde ich. Ich finde, es muss nicht immer kompliziert sein, ne? Es ist geil, es ist richtig geil. Und okay, das Ganze ist natürlich jetzt so ein bisschen klischeehaft belastet. Wir haben hier so eine schöne Ruine. Die sind natürlich so eine leichte Kriegsbemalung hier und die Rüstung, das ist schon geil. Geil, einfach nur geil. Aufbau.
Habt ihr das gesehen? Guckt euch mal die Gitarre an. Mein Cursor müsste man ja sehen. Hier! Alter, was ist denn das für ein geiler Bass, bitte? Geiler Song. Geil, und es wird einfach immer. Es ist so klischeehaft, ja, dieser übertriebene fette Hammer, wie bei Hammerfall oder Glory Hammer. Es ist einfach so klischeehaft und ich liebe es. Und natürlich müssen Blitze noch mit ins Video. Klischee von Power bitte komplett erfüllt. Komm, der Blitz muss den Hammer treffen. Der Blitz muss den Hammer treffen. Komm schon. Der Blitz muss den Hammer treffen. Ach, schade. Wahnsinn. Ah, okay. Ja, das war ein Hammer King mit Awaken the Thunder von Napalm Records aus ihrem gleichnamigen Album, was bereits schon auf dem Markt ist. Und das ist für mich absolut klassischer Power Metal. So Power Metal so von den älteren Tagen her. Ja, wir haben ja so modernen Power Metal, so Powerwolf, Sabaton. Aber ich finde es gut, dass auch wenn Hammer King, der Song ist jetzt auch erst vom 10. Juni, also quasi von diesem Monat. Und ich finde es gut, dass man sich hier nicht so auf den modernen Power Metal beschränkt, sondern so ein bisschen so in die Vergangenheit geht. So zu den, ja, so um die 2000er, wo Hammerfall groß waren und so eine Dinger. Und das finde ich super, super geil. Also, das ist so genau mein Power Metal, den ich mag. Ich meine, allein Awaken the Thunder. Ja, und wenn wir uns das Video angucken, da werden wirklich sämtliche Klischees erfüllt. Und ich finde es großartig. Mich begeistert es sofort. Und was mir gerade einfällt, wenn Bands mir schreiben, und ich will, dass es weiterhin, egal welche Musikrichtung ist, Hauptsache so ein bisschen rockig, metallisch, immer her damit. Aber wir haben noch keine Power-Metal-Band gehabt, so die so ein bisschen im Underground ist, so Underground-Power-Metal-Bands. Darauf hätte ich auch mal Bock. Ja, so einfach mal so gucken, so was ist im Untergrund. Warum? Wir haben massig Black Metal Bands, Death Metal Bands, Thrash Metal Bands, ja. Aber so Power Metal oder so Symphonic Power Metal, das fehlt mir so ein bisschen. Gut, wir hatten jetzt Fellowship, ist schon noch weiter her, die auch super, super geil. Und ich freue mich da, wenn die Engländer dann richtig geiles erstes Album auf den Markt bringen, werde ich mir sofort holen, ohne Frage, weil ich bin richtig großer Fan. Also klassischen Power Metal. Ah, bin mal gespannt, ob sich mal irgendwann dazu eine Band bereit erklärt. Hammer King, Awaken the Thunder, auf jeden Fall ein absolut großartiger Song. Ihr findet natürlich den Link zur Band, zum Label, zum Video, natürlich alles in der Videobeschreibung. Checkt das gerne aus. Und wenn ihr dabei seid, lasst gerne noch einen Daumen da und vor allem kommentiert es, ob ihr Power Metal Fans seid, ob euch das zugesagt hat oder ob ihr sagt so, ah, nee, lieber Sabaton, Powerwolf, natürlich großartig, großartige Bands, ohne Frage.
Aber so eine Bands haben ebenfalls ihre Daseinsberechtigung und für mich persönlich sogar ein bisschen mehr, aber einfach nur, weil ich das so genial finde. Also, checkt gerne alles aus, lasst Kommentare da. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.